Guck, morgen Jungs und André, My Little Pony für den Plot schauen. Ich hab dir außersehen in die Paukenhöhle geschissen. Keine Sorge, das ist gut für die Paukenhöhle. Heute werde ich wieder auf einen der schlechtesten RP-Server gewandt. Also ihr wisst, Like, Abo und wie immer meine Mutter in den Kommentaren grüßen. Wenn nicht, finde ich dich. Jungs und andere Jungs und eventuell Frauen, ich weiß nicht. Es ist die schlechtesten Server zu trollen und dort versuchen gebannt zu werden. Das ist heute das Ding, was wir versuchen werden. Und das wird Henry Gurke steckt seine Gurke in verschiedene Server und verliert sie. Deswegen, heute habe ich einen besonderen Server parat. Dunja. Und viele Leute, die Dunja nicht kennen, Dunja ist, würde ich sagen, eine etwas unbeliebtere Version von Zero V, der letzte Server, auf dem ich gebannt wurde. Deswegen probieren wir mal aus, einfach heute dort genau dasselbe. Das Einzige, was ich an diesem Server respektiere, ist dieser Affe im Hintergrund. Er ist beautiful. Ja, natürlich. Wie ich mir gedacht hätte. So, Support, Warteraum, das sind ganz schön viele. Ich bin jetzt schon ziemlich lange am Boden und kein Medic kommt, obwohl ich schon gerufen habe. Ich weiß nicht, kann man da was machen? Wenn du einen Clip hast, dann ja. Oh, Digga, okay. Er macht einen Clip von unlegitimem Tod, aber okay. Ich weiß nicht, kann man da eine kleine Ausnahme machen? Bei niemandem machen wir das, bei niemandem. Tut mir leid. Alles gut. Meine Seele ist nur ein bisschen gebrochen, aber es passt schon. Nein, wir heben dich nicht hoch. Was? Unser RP ist doch voll super. Wie, du wurdest 5-mal RDM, das ist mir egal. Ich weiß nicht mehr, wie ich gestorben bin. Ich glaube, ich habe RDM. Deswegen will ich hier ja auch gebannt werden, Jungs. Yeah. Ich bin ausgeblutet, endlich. Oh, hallo. Hallo, der, was machen Sie im MD, ne? Da dürfen Sie nicht sein. Warum darf ich hier nicht sein? Ich bin hier gerade eben aufgewacht. Dann, ja, okay, dann Event, ja, was ist denn die Scheiße, Digga? Ich wach hier auf und direkt werde ich so angepillt von einem Drecksmediziner. Also, was soll das? Ey, was für Drecksmediziner? Jetzt verlässt du dein Virus. Ganz Dalli. Bist du ein guter Mediziner oder was los? Ja, bin ich gut. Das haben wir aber gerade eben nicht gesehen hier. Hab gerade schlechte Laune. Mich habe ich das gefragt, Digga. Kann ich dafür was? Ist mir irgendwie wichtig oder interessiert mich das, Digga? Was stimmt mit dir nicht? Ja, was brauchst du denn jetzt, Digga? Ja, Digga, dass du dich endlich mal nimmst wie ein Mensch und nicht wie ein gottverdammtes Kind. Ja, was wolltest du denn von mir, Alter? Kannst du nicht hören, genau das? Ja, aber du bist doch zu mir gerannt. Hallo? Sind Sie Mediziner? Sag mal, wie du heißt, ganz ehrlich, das gibt eine Beschwerde. Bei wem wollt ihr die Beschwerde machen? Keine Ahnung, bei deinem Boss? Ja, hier, ich bin hier gerade höchstrangig. Ja gut, dann gehe ich halt warten, bis dein Boss halt aufwacht, weißt du, was ich denn sagen? Ja, mach das mal, ne? Ja, nee, sag mal. Sag mal deinen Scheiß Namen. Traust du dich nicht, ja? Sag deinen Namen. Ach, Matthias. Achtmal Matthias, oder was? Ja, das dachte ich mir, Digga, was ein beschissener Ach, Name. Matthias. Ich schwöre, deine Mutter muss dich wirklich rausgepresst haben, direkt perfekte beschissene Namen für dich ausgesucht haben. Das ist unglaublich. Oh ja, alles gut. Achtmal Matthias. Was für achtmal, Digga? Kannst du zuhören? Digga, du kannst einfach vielleicht nicht sprechen, schon mal daran gedacht Ach, hier. Matt. Ja, jetzt mach mal die Scheiße aus, ich mach das Auto. Ja, steig rein. Oh, und kannst wieder aussteigen. Oh, das ist zu schade. Hey, achtmal! Hey, wie kannst du an der Leiche vorbeifahren? Keine Sorge, Chef, ich mach das schon. Er ist leider nicht in der Lage, ihnen zu helfen. Was soll ich ihnen sagen? Er denkt, er wäre Chef im Geschäft. Aber guck mal, er fährt es an dir vorbei. Ah, auf einmal. Ja, das hast du vorher nicht so gut hinbekommen. Was soll ich denn sagen? Mal schauen, wie du ihn aufwecken willst wegen deiner guten Laune. Was hast denn du für rote Schuhsohlen? Ist ja widerlich. Mach mal die deine Schachbrettschuhe da weg, Alter. Digga, du bist doch Mediziner, du sollst doch von der Krankheit wissen. Dieser Mann kennt eindeutig nicht Kariertschuh. Leg mal. Mediziner! Oh, was bist denn du eigentlich für einer? Warum sind hier NPCs? Hat er mich gerade Ginger genannt? Moin. 6, 5. Ich meine, ich will sowieso gebannt. Sorry. Guten Tag. Hallo. War ihr zufälligerweise vorhin Mediziner oder sowas? Nein. Schade. Ich ihr Auto schnell reparieren? Nein, lass mal Gubi Fortnite. Ich mag das so. Bruder, was für Gubi Fortnite? Also Gubi, man sieht sich, ne? Schönen Tag noch. Nicht unsichtbare Gegenstände auf den Boden treten. So ein bisschen VDM darf ja schon mal angemacht werden, so leicht. Das ist ja sowieso etwas, was auf dem Server komplett normal ist und jeder macht. Digga, überall wo ich sehe, ist derselbe rote Mann und er liegt immer nur gleich auf dem Boden. Ich muss ihm einen Namen geben. Frederick. Professioneller Bodenlieger. So, Auto wird nicht geklaut, ich bin glücklich. Aber oh mein Gott, seit wann ist hier ein fucking Kreisverkehr? Mr. Innovativ, sagen sie. Entschuldigung, Mr. Bettdecke über dem Kopf. Ich wollte Sie was fragen. Haben Sie zufälligerweise einen Dealer hier gesehen? Wir werden jetzt einfach mal ganz kurz heiraten. Hallo, warum wurde ich jetzt entführt? Machst du ein bisschen RP mit mir? Sir, was ist denn mit der RP? Wir heiraten jetzt. Nein, ich will nicht mit dir heiraten. Doch, vertrau mir das lieber auf den ersten Blick. Hey. Nein, das kannst du gar nicht. Weißt du wieso? Oh. Ich hätte ihn fesseln sollen davor. Ich hab's so gewusst. Schmerz? Hat jemand Schmerz? Und kein Elli? Ah, das ist lustig. Hey, ich wollte nur Liebe. Wo soll ich dich hinfahren? Das ist mein Auto. MD. Ach, das war sowieso dein Auto oder was? Nee, ich hab's einfach geklaut jetzt. Ich hab's dir jetzt abgerippt. Dankeschön. Jo, ich dachte. New. Hab schon. Jawohl. Oh, look at me. Big Boss Man now. Entschuldigung, Sir, Sie haben mir einfach die Vorfahrt genommen. Dreckschwein, nimm mir nicht die Vorfahrt. Chill, Mann, ich hab sorry gesagt. Trotzdem, das ist dreckschweinmäßig. Entschuldigung, ich würde gerne auch einmal mein Auto getuned. Ey, ich weiß schon, ne, für Farbe kostet es 40.000. Ja, ich bin reich im Gegensatz zu dir. Ja, Mann, ja, guck die Spiele, das sind für Leute, ja. Halt mal dein Maul, Digga. Was ist das für ein Drip? Albanischer Adler und russische Ding, Flagge drüber, was stimmt mit dir nicht? Entscheide dich. Moin, Kollege. Ja, schönen guten Tag, Sie arbeiten hier? Ja, ich arbeite. Sicher? Weil Sie haben da links ein bisschen Hautfetzen. Ich weiß jetzt nicht. Das ist ganz normal, ich arbeite hier. Okay.
Okay, aber nicht lackieren, denn hier sieht sowieso ein bisschen alles scheiße aus, wie ich sehe. Aber bitte ein bisschen schneller machen, wenn es geht. So ein Turbo-Lader rein und so alles. Hey, wie viel hast du für diesen BMW bezahlt? Ich glaube so um die Mille. Bist du neidisch? Hä, aber kann man den hier kaufen? Ja, einfach im Autohaus. Auf Ernst? Hä? Kann nicht sein, dass du den im Autohaus hast. Das liegt wahrscheinlich an dir. Du musst mal genauer gucken und eventuell baust du einen Backplug, weißt du, weil ich höre mich irgendwie durch deine Löcher hallen. Hast du gemacht, Gubi? Nein, nein, komm mal mit, bitte. Alright. Soll ich dir einmal Volltune machen? Ja, also einmal ein bisschen schneller halt nur, will ich machen. Okay, warte, dann muss ich ganz kurz auf meine Preisliste schauen. Oh, Mother. Wer hat eine Preisliste? Soll ich das wirklich bezahlen? Er ist so lieb. Ich will natürlich gebannt werden, aber nicht auf die Kosten von so einem lieben Kind. Das sind 15.000. Ja. Alles klar. Dankeschön. Ja. Du gehst mir auf den Sack voll. Gut, wurde ein bisschen freigelassen. Oh, fuck. Okay. Was willst du? Oh nein, das ist ein Gubi Fortnite. Ey, du. Verpiss dich. Du fährst ganz schön kacke. Ey, verpiss dich mal. Du fährst ganz schön scheiße. Was machst du da, Gubi Fortnite? Deine Fresse. Oh, rotzfrech, der Bengel. Du weißt schon, dass ich Nick Beats heiße. Gabi-Fortnite? Nein? Also verpiss dich. Du fährst ganz schön scheiße. Ich weiß, dass du mein Hund bist. Kannst du mir gerne folgen an. Ja, aber du leitest scheiße. Komm her, du bist meine Leine, komm. Okay, er hat mich zu anderen Leuten geführt. Das hast du gut gemacht. Why are we still here? Just to suffer. So. Ey! Nicht cool. Ich weiß, nicht cool, ne? Nicht cool, ne? Hast du dich mit dem Falschen angelegt, Junge? Das kommt immer, egal ob jung und alt. Jeder hat dasselbe Syndrom. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, Junge-Syndrom. Bruder, reicht doch. Hallo. Opfer, Junge. Komm her, Junge. Wird jetzt mir. Du bist jetzt meins. Drauf. Der kommt an sein Auto nicht mehr ran, Digga. Nicht ohne, dass ich es erlaube. Also kann man mich irgendwie die ganze Warteskype einfach Wartezeit hier skippen und einfach mich mit einem GIF ersetzen, so dass ich die ganze Zeit hier so mache. Digga, sind hier auf dem Server nur Kleinwüchsige? Wir reden alle wie Hasbullah. Gibt's hier keine Erwachsenen? Der einzige Erwachsene ist geleftet jetzt. Moin, ah, das war nötig, du Bastard. Ich verstehe, warum der so oft hier rumliegt. Er hat ein provokantes Auftreten, er geht zu aggressiv. Hehehehe. Solange ich gebannt werde, ist alles in Ordnung. Ja, versuch was wert. Ich mach der Welt jetzt gerade eben nur meinen Gefallen. Dankeschön, Jungs. Habt ein schönes Leben mit eurem Drecksmucke. Warum macht man sowas? Ich verstehe sowas wirklich gar nicht. So 0,0, 0%. Warte mal, was mit dem Wagen eigentlich? Der sieht besser aus. Servus! Ich. Warum das? Ey, warte mal, ich geb dir eine Waffe. Okay. Wenn du jetzt aufpasst, ich geb dir eine Waffe. Interessant. Cooles. Ah! Ey, das war von hinten ungemein. Sir, das geht so nicht. Oh, scheiße. Das ist ein richtig geiler Wagen, Digga. Der macht richtig Spaß. Ich will jetzt aber auch nicht mehr mit denen machen, weil die sind ein bisschen lame. Oh, hier ist jetzt Shit im Gange. Hola, hola, amigos. Lass mich bitte den Bürgersteig. Amigo, denkst du, wer du bist? Verlass jetzt den Bürgersteig mit dem... Ey, wir sind doch Glatzenkompatibles. Wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, bei ihm hörst du jetzt komplett, Digga. Willst du mich verarschen? Er ist ja nicht mit dem Auto auf dem Bürgersteig. Nein, gar nicht. Geht das eigentlich? Sir, ich probier mal was aus für die Wissenschaft. Es funktioniert. Hey, was soll der Taser? Sir, was soll der Taser? Ah! Sir, okay. Ah, Sir, ich hör doch schon auf. Ah, er hat doch mein Auto gerade eben gestohlen vor euren Augen. Scheiße. Ah, warum ich jetzt? Der Typ hat mein Auto geklaut, sie verfolgen immer noch mich. Ah, Hilfe, der Taser nicht. Okay, Pidila umfahren. Oh, hast du einen armen Menschen verarscht? Nein. Hat er dir irgendwas getan? Lass doch mal das PD-Gelände. Oh, scheiße. Okay, sorry, ja, ich wollte gehen eigentlich, aber das ist scheiße gelaufen. Nochmal, noch ein Stück, du hast kräftige Beine. Los, Glatze, ja, du trainierst. Und mein Reifen ist im Arsch. Na gut, scheiß auf den Wagen. Der Wagen ist kacke. Nimm jetzt den. Guckst du dich das mal an, ein geiler Scheiß. Ich hab ein Upgrade. Sir, ich hab ein Upgrade. Ja, wunderbar. Magst du mein Upgrade? Hallo, jetzt verlass doch. Sir, wir sind Glatze. Wir sind Glatze, wir sollten miteinander verbunden sein. Du solltest mich nicht so hassen. Okay, chill. Sorry. Ey, meinst du hier woanders den Rotshirt? Oh nein, der liegt jetzt. Guck mal, was du gemacht hast, Rotshirt. Alles deine Schuld, Digga. Kann ja nicht wahr sein. Ja. Guck mal, was der macht. Mach gar nichts. Was machst du denn? Wie schmeckt's unter mir? Kannst du dem Auspuff Hallo von außen sagen? Meine Eier geleckt. Warum so wütend? Ich weiß nicht, hab ich dir irgendwas getan? Ich will nicht so sein. Der hat gerade Spaß als Oh Gott, da hat jemand AA auf ihn gemacht. Wo war ich denn? Ist hier ein Toter? Ah! Guck mal, die haben sich beide gegenseitig umgebracht. Die haben sich so gehasst bis aus Blut, dass der eine Glatze ihn umgebracht hat und die andere ihn. Bitte liegen lassen, ja, also das ist so ein Muss, weißt du. Lass ihn liegen! Lass ihn liegen! Okay! Nee, du kannst liegen bleiben. Was? Achso, ja, ich dachte... Hör doch auf, ja.
Hau ab von mir jetzt. Hat ihn durch den Boden geklatscht. Geh weg von dem, der trägt dich. Hebt er mich hoch? Wenn er jetzt losrennt, dann bin ich gespannt. Komm mal hier zu mir, Digga, damit du wenigstens seine... Bin ein bisschen verwirrt. Wird er jetzt Admin-Anzug und verbannt mich oder chill ich einfach nur mit ihm hier? Ich und mein Freund. Ich nenne ihn Gary. Er bewegt sich. Er hat mich hier stehen lassen. Let's go. Schwanni lecker, Digga. Oh, ein Gratiswagen? Ist offen? Schön. Dich als Geschenk. Schönen guten Tag. Ey, yo. Taser gleich rausgeholt. Ich verstehe schon. Du weißt also schon, was Sache ist. Oh, fuck. Glatze. Ich dachte, wir sollten zusammenhalten, Bruder. Ich hab dich doch nicht weggeschickt. Du hast mich weggelegt, Bruder. Aber ich geh nicht. Komm jetzt mal mit. Bruder, wir waren doch Freunde. Ich hab nichts gemacht. Das war der oben. Bei ein anderer. Du willst mir verklickern. Okay. Hör auf. Okay, es tut mir leid. Nein, bitte lass dich. Bleiben Sie stehen. Niemand kommt hier rein. Oh, okay, jeder kommt hier rein. Ah, nein, kein Taser. Bitte nicht. Der wird eh ausgereist. Nicht so. Ich brauche eine Ausreise. Ich brauche keinen Admin-Knast. So, dann warten wir mal 15 Minuten und dann geht's wieder back. Dieser gottverdammte Affe. Er bedeutet mir die Welt. Glatze. Glatze, wo bist du? Glatze. Hier bin ich. Glatze, wo bist du? Wo bist du? Glatze. Glatze, ich komm und hol mir deinen Arsch. Bist du? Glatze! Okay. Henry Gurke, geh hoch. Bin ich jetzt endlich gebannt oder nein? Bin ich immer noch nicht? Oh Mann, ey. Das kann nicht wahr sein. Entweder braucht es wirklich so lange, mich zu bannen. Es ruckelt! Es ist soweit! Bin ich frei? Okay, warte. Ich brauche die Meldung. Ich will es sehen. Ja! Ja! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, das jetzt hinter mir zu haben. Aber für euch mache ich das doch gerne. Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like und ein Abo dazulassen. Hätte fett Ehre. Ich küsse euer Herz, ja? Ciao.